Freunde, heute machen wir eine Körperlabyrinth-Bau-Challenge. Wir müssen uns nämlich durch unseren Körper bauen bis an den Kopf. Mit dabei ist Sam Lucky. Freunde, mein Labyrinth wird das Beste. Zu meinem Kopf werdet ihr niemals kommen. Und als zweites ist mit dabei Lea. Ich werde jetzt das schwerste Labyrinth bauen und ihr werdet niemals an meinen Kopf rankommen. Oh Mann, ihr zwei werdet es nie einsehen. Ich bin der beste Labyrinthbauer. Und Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also geht an eure Kisten. Okay, let's go. Ich gehe an die Kisten. Was ist da nur drin? Ja, schaut ganz genau rein. Dort vorne sind ganz, ganz viele Fallen, die ihr in euer Labyrinth einbauen könnt. Aber eine Sache habe ich nicht in ihre Kisten getan, nämlich diese richtig, richtig coolen Ghostblöcke. Denn schaut mal, was passiert, wenn wir die platzieren. Man sieht zwar diesen Ghostblock, aber man kann durch diese Ghostblöcke hindurchgehen. Und deswegen habe ich einen riesen Vorteil gegenüber meinen Freunden. Okay, let's go. Es geht los. Warte mal, was? Oh Mann, Freunde, Sam Lucky startet schon mit seinem Labyrinth. Oh nein, der ist schon richtig weit. Und Lea ist einfach noch immer an ihrer Kiste. Oh Mann. Was sagst du denn da? Ich habe mich noch vorbereitet, also kannst du direkt losgehen. Oh nein, sie hat sich also vorbereitet. Warte mal, was willst du denn von mir? Weg hier, weg hier, weg hier. Wir fangen natürlich ganz unten bei den Füßen an. Also wir machen hier vorne einen Gang rein. Zack, zack, zack. Und jetzt bauen wir einen Fake-Eingang für meine Freunde. Darauf werden die niemals kommen. Dafür, Freunde, brauchen wir zwei Schilder und ein Gemälde. Vertraut mir, das wird richtig, richtig cool. Wir platzieren hier vorne ein Schild und da drüber ein Schild. Und zack, schaut euch das an, Freunde. Jetzt haben wir hier einen geheimen Gang. Und daneben platzieren wir ein Schild, auf welches wir schreiben. Eingang hier. Und dazu machen wir noch diesen perfekten Pfeil. Aber das Ding ist, Freunde, das wird überhaupt kein echter Eingang sein. Denn dahinter verbirgt sich was ganz, ganz Schlimmes. Freunde, wir nehmen uns diese Falle und schaut das Video unbedingt bis zum Schluss übrigens. Denn wir werden jede Falle einmal ausprobieren. Und meine Freunde werden komplett ausrasten. Vertraut mir. So, und jetzt schaut euch mal an, was passiert, wenn meine Freunde hier reingehen und auf dieses Gras treten. Oh nein! So, aber Freunde, wir werden hier unten Lava platzieren. Und jetzt noch drauf diese OP-Falle, auf die die niemals kommen werden. Und Freunde, lasst mal jetzt ein Abo da und ein Like auf dem Video innerhalb der nächsten 3 Sekunden, falls ihr wollt, dass ich mal bei meinen Freunden rübergehe und spicke. Ich weiß, das ist ein wenig schummeln, aber das wird mega, mega lustig. Also in 3, 2, 1 und... Oh Mann, so viele Abos und so viele Likes auf dem Video. Also, wie ihr wollt, Freunde. Oh nein, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Und Freunde, ich habe schon eine Idee. Schaut euch das an, was wir mitgenommen haben. Einen Unsichtbarkeitstrank. Und jetzt werden meine Freunde mich auf keinen Fall erwischen, wenn ich ein bisschen spicken gehe. Okay, was hat Lea bisher gebaut? Sie kann mich eh nicht sehen. Das ist nur ein langweiliges Labyrinth. Oh Mann, warte mal. Nein, doch nicht. Hier vorne ist eine Falltür mit einem Code. Oh nein, das wird ein super, super schweres Labyrinth. Das kann ich mir schon denken. Und was hat Sam Lucky gemacht? Warte mal, was? Sam Lucky ist schon bei seinem Kopf. Oh nein, ich muss mich beeilen. Was mache ich denn? Schnell rüber. Okay. Ukri? Warte mal, wo bist du? Warte mal, was machen wir denn jetzt, Freunde? Okay, schnell hier hinter und ich habe eine Idee. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Okay, ganz ruhig, eine Milch trinken und... hier vorne sind wir leer. Ich habe die ganze Zeit gebaut, aber bitte geh zurück und spick nicht bei mir. Was soll das? Hey, spick nicht. Ich wollte nur fragen, wie weit du schon bist. Ich habe gerade erst angefangen. Nein, warte mal, ich bin schon richtig, richtig weit. Also beeil dich lieber. Okay, okay, dann werde ich mich natürlich beeilen. Viel Spaß, du wirst eh nicht gewinnen. Oh Mann, Freunde, das ging nochmal gut aus. Okay, lass uns weitermachen. Wir brauchen nämlich jetzt einen echten Eingang. Wir haben ja gerade einen Fake-Eingang eingebaut. Und ich würde sagen, dafür habe ich schon eine richtig, richtig gute Idee. Wir machen einfach hier vorne an der Seite bei den Füßen ein paar Ghost-Blöcke hin. Aber keine normalen Ghost-Blöcke, sondern eine Ghost-Tür. Und Freunde, ihr könnt euch bestimmt schon denken, was mit dieser Tür passieren wird, wenn wir die platzieren. Schaut euch das an und zack. Die ist einfach unsichtbar, getarnt als normaler Wolle-Block. Aber nein, das ist eigentlich eine normale Tür. Nur, dass man sie halt nicht richtig sieht. Und das, Freunde, ist der richtige Eingang von meinem Labyrinth. Und weiter geht's. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und ich würde sagen, wir machen erstmal die Grundstruktur, denn die anderen sind ja auch schon mega, mega weit und ich will nicht langsamer als meine Freunde fertig sein. Und sag mir ehrlich, wie cool sieht dieser Skin bitte sehr aus? Das bin einfach ich, Ukri. Lasst gerne ein Like da, falls ihr diesen Skin auch so cool findet. Dieses Labyrinth wird die richtig, richtig verwirren. Nämlich hier vorne werde ich eine Sackgasse hinbauen und jetzt geht es weiter in die Richtung. Und hier vorne werde ich auch eine Sackgasse hinbauen. Und der richtige Weg wird einfach hier vorne sein. Aber natürlich wird er wieder mit einer Ghost-Tür getarnt sein. Also schaut euch das an, Freunde. Meine Freunde werden nur diese zwei Sackgassen sehen und nicht weiterkommen, aber dabei ist der richtige Gang hier vorne. Und hier wird es natürlich weitergehen, aber jetzt wird es nicht mehr so einfach. Wir nehmen uns nämlich ein paar Items, die super OP sind, nämlich so eine Falle und diese Stacheln. Und schaut euch das an, Freunde. Wir werden die einfach hier vorne platzieren überall und meine Freunde müssen da drüber hüpfen, denn sonst passiert was ganz, ganz Schlimmes. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Wir nehmen uns ein Huhn, das arme Huhn, Freunde, aber schaut selber, was passiert. Oh nein, es wurde gefangen.
genommen und jetzt wird es... Oh nein, ich kann gar nicht hinsehen. Aber habt ihr gesehen, was passieren wird, wenn meine Freunde dort reintreten werden? Die werden nämlich natürlich im Survival-Modus sein. Und hier vorne werden sie rüberhüpfen und zack. Aber dann wird genau hier vorne noch eine Falle sein, nämlich diese Stacheln. Und schaut euch an, was passiert, wenn man in diese Stacheln geht. Kleines Huhn, es tut mir leid, aber ja, genau das passiert, Freunde. Oh Mann, wir nehmen einfach Hühner als Versuchskaninchen. Tut mir wirklich leid, aber weiter geht's. Und schaut euch das an, was wir jetzt für eine Falle bauen werden. Wir nehmen uns nämlich ein Geschütz und platzieren das genau hier vorne. Und schon ist es aktiviert und jetzt, Freunde, wird es einfach meine Freunde abschießen, sobald sie hier lang gehen. Und hier, Freunde, muss sich Sam Lucky entscheiden für einen Gang. Nämlich wird es zwei geben. Einmal den linken Gang und einmal den rechten Gang. Der linke Gang wird der richtige sein, Freunde. Aber eine Sache, Freunde, habe ich natürlich vergessen. Um ins nächste Level zu kommen, werden wir hier vorne wieder eine Ghost-Tür platzieren. Oh Mann, wir sind so fies, aber vertraut mir, es wird sich jetzt lohnen. Also, wie gesagt, wir platzieren hier vorne im richtigen Gang Lava. Und ihr fragt mich jetzt bestimmt, warum wir im richtigen Gang Lava platzieren. Das kann doch gar nicht sein. Oh doch, Freunde, ich werde euch das Ganze gleich erklären. Denn, Freunde, vielleicht habt ihr es ja schon in meinem Inventar gesehen. Das ist einfach Fake-Lava und Fake-Wasser. Das heißt, das System ist einfach umgekehrt. Denn ich bin mir ganz bestimmt sicher, dass meine Freunde sich für rechts entscheiden werden. Denn links können sie ja gar nicht lang gehen, theoretisch im normalen Minecraft. Aber, Freunde, wir sind hier in meinem Minecraft. Und schaut euch das selber an. Diesmal nehmen wir eine Kuh als Versuchsobjekt. Wenn eine Kuh versucht, im Wasser zu schwimmen, wird sie einfach... ja, Freunde, oh nein. Das hat nicht gut geendet, aber ihr habt gesehen, was passiert, wenn man hier ins Wasser geht. Und wenn man in die Lava geht, wird genau nichts passieren. Schaut selber. Der Kuh geht es gut und sie verbrennt gar nicht. Das wird meine Freunde sowas von verwirren. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Freunde, wie gesagt, ich werde jede Falle benutzen. Warte mal, wie weit sind schon meine Freunde? Ich habe eine Idee, wie ich sie pranken kann. Was machst du im Lucky dort vorne? Egal, Lea wird mich bestimmt nicht kommen sehen. Oh Mann, sie ist auch schon fast fertig. Aber zum Glück ist sie gerade im Kopf, also im Ziel. Und deshalb werde ich jetzt einfach ihr ganzes Labyrinth zerstören. Aber wir wollen nicht komplett übertreiben, deswegen machen wir nur einen kleinen Spaß. So, wir platzieren hier vorne ein bisschen Cobweb, dort vorne ein bisschen Cobweb und einfach diese Ranken. Guck mal, wie schrecklich das aussieht. Gleich, wenn sie rauskommen wird, wird sie sowas von ausrasten. Haha, schnell wieder zurück, schnell wieder zurück. Okay, ich habe ganz genau gesehen, was du angestellt hast. Dann sage ich Lea, dass du das hier alles hingebaut hast. Oh nein, dort vorne kommt sie ja schon. Yay, wer hat das gemacht? Das war Sam Lucky. Ich würde ihm auf jeden Fall eine Tracht Prügel verpassen. Oh Mann, Sam Lucky, was soll das? Oh, meint ihr, das kommt mir aus? Ich bin an meinem Labyrinth am Bauen. Ich habe gar nichts gemacht, Lea. Gar nichts? Was soll das dann in meinem Labyrinth? Was denn? Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, Sam Lucky, das wirst du sowas von bereuen. Freunde, was habe ich angestellt? Ich habe einfach einen Streit angezettelt. Oh nein, ich werde mich auf jeden Fall nach der Challenge entschuldigen. Genau, was ich jetzt machen werde, Sam Lucky. Wie? Warte mal, was? Nein, tu das nicht, Lea. Wieso tust du das? Oh Mann. Das ist dafür, was du in meinem Labyrinth gemacht hast. Oh Mann, wieso glaubst du mir nicht? Ich fahr das doch gar nicht. Naja, ich bin schon fast fertig mit der Reparatur. Oh nein, Freunde, was habe ich angestellt? Egal, ich muss selber schnell fertig werden. Ein paar Fallen haben wir doch überhaupt nicht ausgetestet. Wie wär's mit dieser Ghost-Falltür? Ich habe eine gute Idee. Wir werden die genau hier vorne platzieren. Und schaut euch das an, jetzt können wir die hier vorne auch öffnen. Und jetzt, Freunde, werden wir einen richtig, richtig coolen Gang machen. Dafür brauchen wir wieder unsere OP-Axt. Wir markieren uns diese Stelle hier vorne und die Stelle hier vorne. Und jetzt platzieren wir einen Diamantenraum im Nu. Und zack. Freunde, hier unten werden wir ein unterirdischen Parcours bauen. Und das wird kein normaler Parcours, denn wir werden Föhne benutzen. Und Freunde, natürlich sind das auch keine normalen Föhne, denn diese Föhne können super, super starke Winde erzeugen. So, man muss nämlich diese Föhne mit Redstone aktivieren. Ich würde sagen, wir platzieren einfach hier vorne einen hin. Jetzt versuche ich mal nach vorne zu hüpfen und schaut selber und zack, man wird einfach weggeföhnt. Ich bin gespannt, wie Sam Lucky oder Lea das schaffen werden. Und jetzt muss man hier vorne nur noch diesen letzten Sprung schaffen, aber der ist super, super schwer. Und zack, ich habe es einfach geschafft. Und natürlich, Freunde, kommt jetzt direkt die nächste Falle, denn wir werden natürlich alles benutzen, was wir haben im Inventar. Und das sind einfach diese Leitern hier. Und schaut euch das ganz genau an, Freunde. Sie werden sich denken, oh nein, wir haben einfach diesen Parcours umsonst gemacht. Aber nein, man kann hier einfach nach oben. So, und dann geht es von hier oben bis ganz zum Kopf. Zack, zack, zack und weiter geht's. Oh nein, wir dürfen natürlich nicht diesen Weg mit den anderen Wegen schneiden. Also bauen wir hier einmal zu und dann geht's hier weiter. Wir benutzen nämlich jetzt als letztes Laserblöcke, Freunde. Wir werden hier vorne einen platzieren und hier vorne. Und jetzt müssen Lea und Sam Lucky hier rüberspringen und zack. Und sobald die jetzt diesen Sprung geschafft haben, wird es noch ein wenig schwerer. Denn hier müssen sie einfach über zwei Laserblöcke springen. Oh Mann, das wird super schwer. Und zack. Oh, ich habe es zum Glück geschafft, sonst wäre ich einfach verbrannt. Das wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen ins Ziel kommen. Und gleich sind wir schon beim Kopf, Freunde. Vertraut mir, da wird es mega, mega schwer noch einmal. Aber dann werden meine Freunde zur Belohnung kommen.
bekommen. Und schaut euch das an. Hier vorne ist der Hals. Wir müssen hier noch eine Falle hinbauen. Das wäre viel zu einfach. Deshalb würde ich sagen, bauen wir hier vorne nochmal so eine unsichtbare Falle hin, in die Semlaki oder Lea fallen werden. Und hier unten platzieren wir dann Stacheln. Oh Mann, das wird so schrecklich für sie. Okay, da müssen sie auf jeden Fall aufpassen. Und jetzt, Freunde, werden sie beim Kopf schon angekommen sein. Oh Mann, jetzt wird's richtig, richtig spannend. Ich würde sagen, als letztes, wir bauen auf jeden Fall den Kopf komplett aus. Denn hier wird die Belohnung auf sie warten, wenn sie es geschafft haben. Mein Labyrinth ist so cool. Es hat so viele Challenges. Denn hier kommt man nur rein, wenn man ganz, ganz sicher ist. Wir platzieren hier vorne zwei Nummernschlösser und nehmen uns wieder ein Schild wie ganz am Anfang und schreiben eine fiese Frage drauf, die meine Freunde lösen müssen. Nämlich eine Matheaufgabe. Was sind 88 plus 22? Ihr denkt bestimmt 100, aber nein, es sind 110. Und zack, Freunde, jetzt geben wir das Ergebnis hier ein und schaut selber, Freunde, 110 und rein da. Und jetzt wird nichts Fieses mehr auf meine Freunde warten, außer, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Ich würde sagen, ich nehme mir einfach ein bisschen Gold, denn ich weiß, dass Semlaki und Lea Gold richtig, richtig gerne haben. Wir nehmen uns eine Truhe, platzieren in die Truhe eine kleine Belohnung, nämlich zwei Spitzhacken, die meine Freunde benutzen können und zack. Und zack. Und hier vorne werden wir in meinem Kopf ganz, ganz viel Gold platzieren. Aber Freunde, das ist kein normales Gold. Das ist Erzminengold. Das heißt, wenn meine Freunde das einmal berühren, wird alles, alles explodieren. Mein ganzer armer Kopf wird einfach in die Luft gehen. Okay, perfekt. Ich würde sagen, das war's mit meinem Labyrinth. Das ist mega, mega cool. Okay, ich bin auch schon ready. Wollen wir anfangen? Ja, wir wollen anfangen. Warte mal, ich mache hier vorne noch eine Falle hin und hier vorne eine Falle hin. Ja, ich bin fertig. Warte mal, was hast du denn gebaut? Oh Mann, ich habe überhaupt nicht gesehen, was ihr gemacht habt. Du weißt gar nicht, ihr werdet gleich so oft verlieren, denn mein Labyrinth ist das Beste von euch beiden. Bist du dir sicher, Semlaki? Ich weiß ja nicht ganz genau. Lea, bist du auch schon fertig? Oh ja, und sowas von. Können wir endlich anfangen? Als allererstes mit Semlakis Labyrinth, danach mit deinem Labyrinth und dann enden wir mit meinem Labyrinth. Stopp. Okay, wir fangen gar nicht an. Erstmal musst du in den Survival-Modus. Und Lea, du auch. Oh nein, stimmt, Freunde. Wir müssen in den Survival-Modus. Das wird super, super gefährlich. Lea, bist du bereit? Okay, Okri, gib dein Bestes. Wie komme ich hier in die Tür rein? Ich habe keine Ahnung. Semlaki, was soll das? Oh Mann, tanzt du es geradeaus? Na, versuch doch mal reinzukommen in mein Labyrinth. Ihr werdet es niemals schaffen. Oh Mann, das können wir auch nicht abbauen. Wie kommen wir hier durch? Warte mal, was müssen wir machen? Gibt es hier irgendeinen Trick? Ich sehe es hier vorne. Das sind Grasblöcke. Wir können einfach... Nein, das war nicht so gedacht. Mal wieder ganz schnell nach unten. Es geht eigentlich woanders lang. Oh Mann, hier gibt es überhaupt keinen Eingang. Semlaki, warum veräppelst du uns? Warte mal, Semlaki, ich hab's ganz genau gesehen. Hier vorne sind Ghostblöcke. Nein, du hast gar nichts gesehen. Oh Mann, du hast einen geheimen Eingang gefunden. Ghostblöcke, was ist denn das? Ja, durch die kann man einfach durchgehen. Und warte mal, Mathematikaufgaben. Was ist 7 mal 7? Lea, bist du gut in Mathe? Ja, natürlich. 7 mal 7 ergibt 37. Okay, 37, also lass es uns ausprobieren. Freunde, schreibt mal das Ergebnis in die Kommentare. Warte mal, es funktioniert gar nicht. Oh Mann, wir müssen nochmal nachrechnen. Dann kommen wir insgesamt auf 49. Perfekt. Jetzt können wir bestimmt diese Tür öffnen. Oh Mann, ich weiß nicht, wie du das so schnell berechnet hast, aber let's go. Let's go. Ey, oh nein. Ey, Lea, was war das denn? Was ist das? Ah, ihr kleinen Noobs, Junge, ich dachte doch nicht wirklich, dass ihr so easy in mein Labyrinth reinkommt. Da müsst ihr schon ein bisschen vorsichtiger beide sein. Oh Mann, du hast recht, Semlaki, wir müssen aufpassen, Lea. Da war direkt eine Falle, daran haben wir gar nicht gedacht. Oh, du hast recht, vielleicht müssen wir ja drüber springen. Okay, lass uns das mal anschauen. Warte mal, wo fängt diese Falle überhaupt an? Na gut, dann würde ich sagen, springen wir mal drüber und zack. Okay, es hat geklappt, komm hinterher. Okay, ich komme und zack. Perfekt. Warte mal, was steht denn da? Links oder rechts, Frage? Oh nein, wir müssen uns entscheiden. Lea, wohin gehen wir, Semlaki? Was ist das Richtige? Ich sag euch gar nichts. Oh, okay, es geht nach links. Warte mal, es geht wirklich nach links. Oh, doch nicht. Was war das denn? Warum hat sich dieses Teil dort unten einfach angezündet? Jetzt brennen wir, Semlaki. Was machen wir denn? Lösch uns. Ich werde euch nicht löschen. Und wisst ihr was? Ihr seid auf meine versteckte Druckplatte getreten. Und somit haben sich hier alle Feuerdispenser aktiviert. Naja. Lea, schau mal hier unten. Hier unten sind einfach Stacheln. Wir dürfen dort nicht drauf treten. Stacheln? Oh Mann, das würde ja mega wehtun in den Füßen. Ja, das würde mega wehtun in den Füßen. Okay. Warte mal, sehe ich das richtig? Das ist überhaupt kein ganzer Block da hinten. Wir müssen da drüber springen. Schau mal, wenn wir dort reingehen, dann werden wir einfach runterfallen. Also pass auf und zack. Oh, bist du dir sicher? Naja, ich komme direkt nach. Und
Zack, rüber hier. Oh Mann, du musst wirklich aufpassen. Das ist eine fiese, fiese Falle. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist ein Drei-Blöcke-Jump. Doch, das schaffst du. Okay, du siehst die Stacheln. Jetzt versuch es, Lea. Komm schon. Okay, und zack. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind fast da. Warte mal, was war das denn? Freunde, ihr müsst noch was lernen. Wisst ihr was? Ich habe dort oben ganz viele Ambosse versteckt und du hast, indem du über eine geheime Druckplatte gelaufen bist, alle deaktiviert. Okay, lass uns hier durchgehen, Lea. Warte mal, hier geht's weiter. Und wie bitte sehr sollen wir diesen Jump schaffen? Das ist viel zu weit. Ich versuch's einfach mal und los geht's. Lea, schaffst du das auch? Oh Mann, das sieht ja voll schwierig aus, aber ich versuche es und zack. Oh, nein. Schnell hoch. Okay, weiter geht's. Warte mal, was ist das denn? Oh Mann, Simlack. Hier dein Ernst, Lea? Nicht da reintreten. Okay, dann springe ich einfach drüber und zack. Oh, sehr gut. Und hier vorne sind Stacheln, aber ich habe nicht mehr viel Leben. Wie soll ich doch drüber kommen? Ich versuch's einfach wieder und los, nein! Und drüber da. Wow. Okay, das war richtig knapp. Pass auf. Unter dir ist Lava. Oh ja, ich sehe es. Und es ist schon so heiß. Ja, die Lava ist super heiß. Lass uns hier rüber. Und na. Ich komme hinterher und zack. Oh Mann, das ist super, super einfach, Simlucky. Oh nein, was ist das denn für ein Sprung? Ich glaube, wir müssen diese Föhne benutzen. Und let's go. Das war super einfach. So, und das hier ist anscheinend das Ende. Was steht denn da? Wer ist King? Erstens Simlucky, zweitens Ukri-Lea. Ey Mann, du weißt ganz genau, wie sind die Kings oder nicht? Wir haben das Level bestanden. Ihr habt 3 oder 5 eurer Zähne verkackt, Junge. Natürlich bin ich der King. Aber trotzdem sind wir die Kings und natürlich 2. Och, das funktioniert nicht. Dein Ernst, Simlucky, das war doch klar. Es ist jetzt etwa 1. Oh nein, nicht dein Ernst. Natürlich ist es 1 und ihr habt es geschafft. Ihr seid in meinem Kopf drinne. Und was ist in deinem Gehirn drin? Warte mal, Diamantenrüstung, let's go. Freunde, willkommen in meinem Labyrinth. Seid ihr bereit? Ja, natürlich sind wir bereit. Simlucky, bist du ready? Ich bin auch und ready. Und rein da. Und warte mal, seht ihr das? Hier vorne ist direkt eine Falle. Was soll das, Lea? Oh Mann, du hast direkt meine Falle gesehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, die Falle ist auch super, super offensichtlich. Das ist doch so ein Käfig, oder nicht? Nein, ist es nicht. Simlucky, pass auf, dass du nicht drauf trittst. Ich gehe mal in diese Richtung. Was meinst du denn? Meinst du diesen komischen Block hier? Oh nein! Ich hab doch gesagt, dass er vor der Falle ist, Simlucky. Nein, 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 was machst du? Oh nein, wie komme ich hier wieder raus? Du kommst da nie wieder raus. Oh nein, hast du das gehört? Du kommst doch nie wieder raus, meinte Lea. Egal, ich gehe den Weg einfach ohne dir. Tschüss, Simlucky. Ich bin vor dir im Ziel. Wie kann man so fies sein? Tja, deine eigene Schuld. Warte mal, hier vorne ist eine Tür? Und welchen Code muss ich eingeben, um hier durchzukommen? Oh nein, ich habe keine Ahnung. Was soll das? Du musst den Code erst herausfinden. Das dauert ein wenig. Warte mal, das heißt, ich muss hier entlang? Einfach mal ausprobieren. Oh nein, das klappt nicht. Hier vorne ist einfach nur Lava. Sicher, dass das nur Lava ist? Ja, warum denn? Was soll denn sonst das? Das war Fake-Lava? Ja, das war Fake-Lava, aber lies dir mal das Schild durch. Was ist die beste Farbe? Pink gleich 1, blau und rot gleich 2. Ich würde 2 wählen, wenn dort nicht rot stehen würde, denn blau ist die beste Farbe. Okay, mal schauen, ob das funktioniert. Und Simlucky, ich hole dich hier irgendwie raus. Warte mal, ich helfe euch. Nimm das. Oh, vielen, vielen Dank, Lea. Und zack, komm hier raus. Schnell, schnell, schnell. Oh, danke, Ukri, dass du mich gerettet hast. Jetzt können wir das Labyrinth bestehen. Ja, komm schon, wir bestehen jetzt das Labyrinth von Lea in ihrem Körper. Und rüber hier, zack. Und warte mal, die Lieblingsfarbe blau. Es klappt nicht. Oh Mann, dann muss es pink sein. Ja, es ist pink. Natürlich ist pink die beste Farbe. Was glaubst du denn? Oh Mann, dann ist es halt pink für heute. Aber nur für eine Sekunde und jetzt nicht mehr. Haha. Und schreib mal in die Kommentare, Freunde. Was ist eure Lieblingsfarbe? Blau, Rot, Pink oder eine ganz andere Farbe vielleicht? Na gut, lass uns weitergehen. Hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Warte mal, was ist das denn? Wo bist du denn? Das Labyrinth ist so groß. Oh, da bist du ja. Wo geht's hier lang? Ich glaube, hier geht's runter, oder nicht? Ja, da geht's runter, Freunde. Schaut euch das mal an. Oh Mann, dort geht es wirklich... warte mal, nein. Dort vorne ist ein Stachel. Ist das dein Ernst? Oh Mann, Lea, du wolltest uns veräppeln. Oh Mann, das wäre so lustig, wenn ihr da reingegangen wärt. Ist das dein Ernst? Du findest das lustig? Nein, auf keinen Fall. Komm mit, Simlucky, wir schaffen jetzt dieses Labyrinth. Und schon wieder Lava? Nicht, dass hier vorne wieder so ein geheimer Gang ist. Willst du es mal ausprobieren? Nein, diesmal kannst du es ausprobieren und rein mit dir. Nein, was machst du, Simlucky? Simlucky, komm her. Ich glaube, hier ist der richtige Gang. Hier ist auch nicht der richtige Gang. Wo geht es denn jetzt lang? Hier sind super viele Sackgassen. Du wirst niemals den richtigen Gang finden. Sicher, Lea. Und was ist mit diesem Gang hier? Was ist mit diesem Gang hier? Siehst du das? Hier vorne geht es, glaube ich, nach unten. Oh ja, schau dich das mal an, Freunde.
Okay, mal schauen, was hier unten ist und... Wow! Als wenn hier jetzt das Ziel ist. Wie cool ist das denn bitte sehr? Aber ist das überhaupt dein Kopf? Ja, mein Kopf ist ganz kunterbunt und richtig, richtig cool. Ich seh's, Freunde. Schaut euch das mal an. Und hier in den Kisten ist einfach so cooler Loot. Schaut euch das an, Freunde. War doch richtig cool, oder nicht? Ja, aber meins war schwieriger. Oh Mann, Freunde, wenn ihr erstmal mein Labyrinth seht, was ist das schwierigste und beste Körperlabyrinth? Ist es im Luckys, Leas oder meins? Oh, Chris, schreibt es in die Kommentare. Für wen entscheidet ihr euch? Oh ja, okay, jetzt kommen wir zu dir. Seid ihr beide im Survival-Modus? Sehr gut. Ja, sind wir. Das ist unfair. Ich will auch den Kreativmodus. Tja, Sim Lucky, den kriegst du nicht. Den krieg nur ich. Denn das ist mein Level und meine Regeln. Rein dort. Was steht denn da? Eingang hier? Ja, genau. Hier vorne ist der Eingang. Aber den werdet ihr eigentlich niemals finden. Oh doch, wir wissen nämlich genau, dass sich hinter dem Bild ein geheimer Eingang verbirgt. Warte mal, das wisst ihr? Oh nein, woher wisst ihr das denn? Tja, dann versucht mal hier reinzukommen. Und wo ist der Eingang? Und nein, ich bin in die Lava gefallen. Oh Mann, ich dachte, das vorne wäre der Eingang. Aber nein, Freunde, das war ein Fake-Eingang. Ihr Noobs. Oh nein, Okri, das war doch ein Fake-Eingang. Was machen wir jetzt? Genau, Freunde, das war ein Fake-Eingang. Dort geht es überhaupt nicht weiter. Okay, da muss hier irgendwo ein anderer Eingang sein. Ja, genau, Lea, hier vorne ist noch ein richtiger Eingang. Den musst du finden. Oh, Okri, ich bin der Beste. Hast du vergessen, wie oft du bei mir verkackt hast? Okay, hier muss doch irgendwo der geheime Gang sein. Ja, ich seh's doch. Oh Mann, Simlucky, du hast es herausgefunden. So, perfekt, wir sind im nächsten Level. Und warte mal, Simlucky, unter dir ist Lava. Ein Problem für den King. Und let's go, drüben bin ich. Oh Mann, Simlucky, so gut ein Jump'n'Run. Schaffst du es, Lea? Oh, sie hat's auch geschafft. Und jetzt einfach über die Falle springen. Und let's go. Oh Mann, ihr habt meine Falle gesehen. Ist das euer Ernst? Okay, weiter geht's. Und, hier ist eine Sackgasse. Es geht irgendwie gar nicht mehr weiter. Warte mal, was machen wir denn jetzt? Tja, das war alles umsonst. Hier geht es überhaupt nicht weiter, Simlucky und Lea. Oh Mann, hier geht's ja wirklich nicht weiter. Was machen wir denn jetzt? Okri, Okri, Okri. Aber indem ich springe, kann ich einfach sehen, dass hier eine geheime Tür ist. Daran hast du nicht gedacht. Und zack, let's go. Jetzt nur noch hier rüber springen, über die Stacheln springen. Dein Labyrinth ist so easy zu bestehen. Was hast du dir dabei gedacht? Ach, ist das wirklich so easy? Dann geht erstmal weiter. Oh Mann, Simlucky, pass auf, du schubst mich ganze Zeit in die Stacheln. Das nächste Level wird super, super schwer. Okay, Lea, geh voran. Aua, aua, aua. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Simlucky, hör auf damit, ich komme hier nicht mehr weiter. Diese Geschosse schießen mich ganze Zeit ab. Warte mal, hier ist eine Geheimtür, schnell auf. Okay, perfekt, ich hab's geschafft. Okay, Lea, ich komm nach. Du hast mir jetzt schon die Lösung gezeigt. So geht das. Okay, hier sind zwei Wege. Wir müssen uns entscheiden, den Lavaweg oder den Wasserweg. Wie würdest du dich entscheiden, Simlucky? Also, ich würde auf jeden Fall den Wasserweg nehmen, denn der sieht nicht so gefährlich aus. Ja, Lea, du hast recht, Lava würde uns verbrennen. Wir müssen den Wasserweg gehen. Und 1, 2 und 3. Let's go. Ich hab's geschafft, aber es macht Damage. Oh, warte mal. Ihr habt es trotzdem überstanden. Oh, Mann. Das war einfach Fake-Wasser. Euch ist das nicht mal richtig aufgefallen. Und das hier ist einfach Lava, die überhaupt nicht brennt. Schau dir das an. Aber stopp mal kurz. Ukri, Ukri, Ukri. Wie sollen wir denn jetzt hier weiterkommen? Ich sehe hier gar keine Tür, die wir aufgeben. Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Warte mal. Hast du uns etwa geprankt? Ukri, bitte gib uns einen Tipp. Bitte, bitte, bitte. Freunde, soll ich Ihnen wirklich einen Tipp geben? Dann lasst jetzt alle mal ein Abo auf dem Kanal da und ein Like innerhalb der nächsten 3 Sekunden. Und dann würde ich sagen, gebe ich Ihnen einen kleinen Tipp, damit die weiterkommen. In 3, 2, 1 und... Okay, danke, Freunde. Jetzt werde ich Ihnen einen kleinen Tipp geben. Warte mal, Simlucky, du hast es von selbst herausgefunden? Ich habe doch schon gesagt, dein Level ist richtig schlecht, Mann. Okay, ich gehe hier runter. Perfekt. Dein Ernst? Du hast mega, mega lange dafür gebraucht. Was redest du? Okay, egal. Weiter geht's und zack. Oh Mann, das war übelst, übelst geheim, dieser Gang. Okay, das nächste Level von meinem Körperlabyrinth besteht daraus, dass ihr dieses Jump'n'Run schaffen müsst. Oh Mann, das ist super, super schwer. Oh Mann, ich muss sneaken, damit ich vom Block nicht runterfalle. Oh Mann, hier ist ein richtig starker Wind. Was soll das denn? Okri, das ist unmöglich. Oh nein, ich bin selber runtergefallen. Ich glaube, das ist viel zu schwer für Simlucky. Deshalb lass uns das ein wenig einfacher machen. Okay, ich versuche den ersten Sprung und zack, ich hab's geschafft. So, dann musste ich hier wohl weiter. Und ich versuch's mal, zack, hier am Rand entlang. Okay, jetzt müsst ihr aber irgendwie hier nach vorne kommen. Passt auf, Leute. Okay, let's go. Ich werde es schaffen, Ukri. Ich bin der Beste. Nicht schlecht. Und jetzt du, Lea. Okay, ich schaffe das natürlich auch. Und zack, rüber. Und Und die Ghostlight, dann hab ich auch schon entdeckt.
weg. Okay, das war auch gar nicht mal so schwer. Na gut, das waren einfach unsichtbare Leitern. Okay, weiter geht's hier. Und warte mal, hier sind ja Laserblöcke. Oh Mann, Sam Lucky, wir müssen da drüber springen. Ja, ganz genau. Versucht mal da drüber zu springen. Natürlich schaffe ich das. Und let's go. Paar zack, zum Blitz, zip, 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 zack. Oh Mann, das ist super einfach. Und zack, 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 ich schaff das. Okay, aber noch seid ihr nicht fertig mit meinem Level. Schaut euch das an. Was ist 88 plus 22? Ihr müsst diese Matheaufgabe lösen. Natürlich ist das 100. Okay, ich weiß die Lösung. Und let's go. Es ist richtig. Warum geht die Tür nicht auf? Das ist natürlich nicht 100, Sim Lucky. Oh Mann, du bist richtig schlecht in Mathe. Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist 110. Warte mal. Ja, genau. Es klappt. 110 ist die richtige Antwort. Und jetzt schaut mal in die Kiste. Was auf euch? Oh nein. Nein, das Sim Lucky. Ey, Ukri, warum prankst du uns so heftig? Oh Mann, was soll das, Ukri? Ich habe doch nur das Gold berührt und jetzt ist alles explodiert. Prank, Freunde. Falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt mit Sim Lucky und Lea, dann lasst jetzt ein Abo da, damit wir die 100.000 Abonnenten knacken. Und lasst gerne ein Like auf dem Video da. Vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. Das wäre mega, mega cool. Und als kleiner Trostpreis, schaut unbedingt bei Sim Lucky vorbei. Und jetzt drückt schnell aufs nächste Video. Schnell, schnell, schnell. Genau, drückt aufs nächste Video. Schnell, 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 Freunde. Dort vorne ist auch das nächste Video. Drückt schon drauf, drückt schon drauf.